Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen 90-Sekunden-Buchtipp für euch und heute ist es mal wieder ein Buch für alle Spannungsfans unter euch. Wenn euch dieses Format gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal für noch mehr buchige Buchtipps, buchige Videos abonniert. Genau, jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß beim heutigen Buchtipp. Heute möchte ich mit euch über Dark Clouds von Thilo Falk sprechen. Das ist ein Klimathriller und ich mag dieses Untergenre total gerne. Hier geht es darum, dass es innerhalb von kürzester Zeit sehr überraschend zu verheerenden Starkwetterereignissen in Europa kommt. Also extremer Hagel, extremer Niederschlag, extreme Gewitter. Und was von allem dem immer irgendwie in der Nähe ist, sind so sehr dunkle, schwarze Wolken. Dieses Buch wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Also im Mittelpunkt stehen vor allem eine Wolkenkundlerin, ein Versicherungsfachmann und ein IT-Spezialist. Aber rund um diese drei Perspektiven gibt es noch jede Menge andere Perspektiven. Also ich muss sagen, zu Beginn war es nicht so ganz leicht, da den Überblick zu behalten und irgendwie zu verstehen, wie das jetzt alles zusammenhängt, weil zu Beginn hat das natürlich alles noch null miteinander zu tun und man ist so ein bisschen verloren. Aber Thilo Falk hat kurze und knackige Kapitel geschrieben, wodurch ein enormes Tempo entsteht und ich wollte immer dann wissen, wie es weitergeht und wie sich das entwickelt, weil natürlich sind diese Szenarien auch alle relativ real, sodass ich mich oftmals auch einfach ganz erschreckt gefragt habe, oh mein Gott, was wäre, wenn es wirklich so wäre? Jedenfalls, es ist wahnsinnig rasant. Die Geschichte ist quasi auf drei unterschiedlichen Ebenen erzählt. Also es wird die politische, die wissenschaftliche und auch die gesellschaftliche Sicht auf so eine tiefgreifende Veränderung geschildert und das ist echt interessant und sehr, sehr spannend. Das Ende hat mich nicht so richtig überzeugt, weil ich doch irgendwie mit was anderem gerechnet habe, aber insgesamt ist es alles plausibel und rund. Ja, und Zeit vergeht immer viel zu schnell und so sind auch diese 90 Sekunden jetzt schon wieder um. Ich fürchte, ich habe sie überzogen. Aber wie gesagt, so Klima-Thriller-Bücher, die sich mit so Szenarien beschäftigen, die auch relativ real sein könnten, ja, die faszinieren mich, weil ich einfach dann auch immer ja spannend finde, wie sich die Menschen überlegen, wie die Leute in den Büchern mit so einer Situation umgehen könnten und ja, wie realistisch das in Bezug auf unsere reale Gesellschaft ist. Und hier, finde ich, war es einfach sehr real getroffen, was ich mir so vorstellen würde in einer solchen Situation. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Klimaspannungsbücher auch gerne lest. Und wenn ihr da irgendwie einen coolen Buchtipp für mich habt, dann lasst den auch gerne noch da, damit ich da irgendwie mal wieder ein bisschen ins Lesen komme. Genau, und dann war es das mit diesem Buchtipp auch schon wieder. Wir wollen das ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Immerhin habt ihr nicht so viel Zeit und habt euch vielleicht genau deswegen dieses Video angeschaut. Aber falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Ich habe auch einen Buchblog, auf dem ich zahlreiche buchige Artikel veröffentliche. Unter anderem findet ihr zu diesem Buch dort auch eine etwas ausführlichere schriftliche Rezension. Schaut dort gerne mal vorbei und hinterlasst mir euer Feedback. Ich freue mich nämlich auch, wenn wir uns abseits von YouTube wiedersehen und ja, dann war's das und ich bedanke mich fürs Reinschalten und bis zum nächsten Video. Bis bald.